Fressattacken. Sophia Thiel spricht über ihr Leben mit Bulimie. Obwohl sie die wohl erfolgreichste Fitness-Influencerin Deutschlands war, verschwand Sophia Thiel 2019 plötzlich von der Bildfläche. Fast 2 Jahre lang hielt ihre Funkstille an. Was damals keiner ahnte, Sophia litt unter einer Essstörung. Jetzt ist die Bloggerin wieder zurück und stärker als jemals zuvor. Im GoFeminin-Podcast Echt und Unzensiert spricht Sophia offen und ehrlich über die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. Und dann habe ich mir wirklich so viel gekauft und habe es in kürzester Zeit dann gegessen. Und das ist dann eben so dieses Heimliche und so schnell wie möglich eben dieses Essen eben zu konsumieren, bis man nicht mehr kann. Das war dann irgendwie das Schlimme. Also man fühlt sich danach total schlecht, man fühlt sich ekelhaft und ja, möchte dann sofort im nächsten Moment oder am nächsten Tag dann diesen Fehler wieder ausbessern. Dass sie ein so ungesundes Essverhalten schon in jungen Jahren entwickelte, habe mit vielen Faktoren zu tun gehabt. Aber vor allem der extreme Druck, unter dem Sophia wegen ihrer Social-Media-Präsenz stand, wurde irgendwann zu viel. Sie entwickelte die Essstörung Bulimia nervosa, die sich dadurch bemerkbar machte, dass sie zwischen ihren extremen Trainings- und Diätphasen unter unkontrollierten Fressanfällen litt. In ihrer Auszeit fand Sophia nicht nur zurück zu sich selbst, sondern suchte sich auch professionelle Hilfe, um ihre Essstörung in den Griff zu bekommen. Hört euch jetzt die ganze spannende Folge Echt und Unzensiert mit Sophia Thiel bei Spotify oder Apple Podcast an.